Hallo zusammen. So, ein Labervideo jagt das nächste. Liegt aber daran, dass ich in der Tat am Sonntag ja nicht gefloggt habe. Das heißt, da haben Angie und ich wirklich nur auf der Couch gelegen. Ich möchte aber irgendwie diesen Flow, den ich gerade habe, nicht abreißen lassen. Deshalb habe ich mir überlegt, ich mache noch ein kleines Labervideo zwischenrein. Und da soll es mal darum gehen, dass ich mir im Moment aus verschiedensten Gründen einfach kein neues Equipment kaufe. Punkt 1 ist ganz klar, wir ziehen ja um, beziehungsweise wir ziehen zusammen. Da, Renovierung und sowas, das kostet natürlich irgendwie alles Geld. Außerdem habe ich im Januar eine Miete, die ich doppelt zahlen muss. Ist nicht ganz schön, aber lässt sich halt nicht ändern. Deshalb auf jeden Fall sparen. Das ist natürlich der eine Grund. Der andere ist, dass ich diesem ganzen Hype, der im Moment immer um alles gemacht wird, so ein bisschen aus dem Weg gehen will. Kurze Background-Info. Ich habe im Türkei-Urlaub meine Action, also meine Action-Cam, meine Osmo Action 1 in einem Gebirgsfluss verloren. Also wirklich verloren. Weg. War sehr schade, weil da waren sehr viele sehr schöne Aufnahmen drauf, die ihr dann leider nie gesehen habt. Aber naja, gut, ist so passiert. Wenn man so ein Hobby hat und ja, solche Aufnahmen macht, dann ist halt die Gefahr, dass mal irgendwie was kaputt geht oder halt eine Cam verschütt geht. Ja, ist einfach gegeben. Mit dem Risiko muss man leben. Dann kam natürlich irgendwie die Ankündigung von DJI, ja, Action 2. Und ich habe mir die Videos angeguckt und ich muss sagen, prinzipiell bin ich von der Kamera sehr, sehr überzeugt. Und es wird wahrscheinlich auch meine nächste Action Cam werden. Aber ich kaufe sie mir nicht mehr jetzt zum Start und wo der Hype da ist, weil ich brauche es nicht. Also ich bin ein kleiner YouTube-Kanal. Wenn ich da jetzt ein Unboxing machen würde oder ein Review dazu, wo ich meine Meinung sage, also abgesehen davon, dass ich sowas eh selten mache, dass ich eine Review mache über irgendwas, aber selbst wenn ich es mit diesem Hintergedanken machen würde, das heißt, ich kaufe mir die Kamera, mache ein Unboxing-Video und sage dann, ah, Leute, das und das kann ich mit der Kamera machen und das kann ich damit nicht machen. Ich habe 1000 Abos, ein bisschen drüber, plus minus. Das bockt keine Sau. Ich glaube, es gibt so ein paar Leute auf dem Kanal, die würden das wirklich interessieren, wenn ich mal sage, hier, ich habe die Kamera und das mache ich mit der Kamera. Aber ein Review dazu ist, glaube ich, übertrieben. Das zum einen. Zum anderen, ich brauche sie halt momentan nicht. Und das muss man sich halt auch mal eingestehen. Brauche ich es? Nein. Ich habe Kameras genug und ich habe sogar noch eine Action Cam, wenn ich das haben wollen würde. Da würde ich jetzt die InstaGo 2 mal dazu zählen, die dann echt geilen Job macht und die ich wirklich fast jeden Tag in so Vlogs benutze, weil es einfach eine super easy Kamera ist. So, das zum einen. Dann, was ist noch rausgekommen neu? GoPro 10. Gut, da muss ich sagen, bei dem Thema bin ich eh komplett raus. GoPro habe ich für mich ausgeklammert, weil, ich weiß nicht, die Kameras waren mir für eine Action Cam immer so ein bisschen zu klobig. Ja, ich weiß, die Action 1 war auch klobig. Ja, aber jetzt bin ich verwöhnt. Von da an bin ich bei GoPro raus. Außerdem habe ich eine GoPro gehabt, habe schlechte Erfahrungen gemacht und das gebrannte Kind scheut das Feuer. So heißt es so schön. Deshalb ist GoPro für mich jetzt persönlich nichts. Es gibt aber wahrscheinlich Millionen User, die mit ihren GoPros zufrieden sind. Deshalb, ja, da hat natürlich jeder auch so seinen eigenen Geschmack. Was ist noch gekommen? Ach ja, DJI hat ja noch was hervorgebracht. Und zwar die lang erwartete Mavic 3, also im Grunde genommen Mavic Pro 3. Und ich muss sagen,
die macht schöne Bilder. Kann man nicht sagen. Aber es gibt irgendwie so ein paar Argumente, wo ich mich frage, warum? Also zum einen haben die ja so ein paar Bundles gepackt. Das heißt, man kann sich ausholen, ja, die Drohne mit dem normalen Controller, bla bla bla, dann eine Fly More Combo und dann hier irgendwie das Cine Set, wo dann noch der Smart Controller drin ist und die Drohne plötzlich freigeschaltet ist für ProRes und eine interne Speichermöglichkeit hat, also eine interne Festplatte hat. Jo. Wer braucht die? Also, jetzt abgesehen davon, dass ich mit Drohnen, mit Videodrohnen relativ wenig mache jetzt in letzter Zeit. Ich habe eine Mavic Mini und die trage ich die meiste Zeit im Rucksack rum. Das letzte Mal, wo ich sie benutzt habe, ist, als ich beim Johannes war, wir unser Drohnencamp gemacht haben, also FPV-Camp, und ich meinen Einkopter im Feld verloren habe. Da bin ich das letzte Mal mit der Drohne geflogen über das Feld, um meinen kleinen FPV-Copter zu suchen. Leider erfolglos. Aber wie gesagt, das zeigt mal so, was ich für ein Drohnenpilot bin. Ich nutze die Dinger sehr selten. Und selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich nutze sie öfter, was möchte ich denn hier bei mir in der Umgebung filmen, was irgendwie zum einen sehenswert ist und zum anderen, wo ich dann so eine Auflösung brauche. Also so ein Drohnenshot, wie lang ist der, wenn der im Video vorkommt? 10, 20 Sekunden, wenn man es ummalt und nicht ein eigenständiges Drohnenvideo macht, gibt es ja auch. Aber das, die meisten, die auf YouTube Videos machen, haben überhaupt nicht, sag ich mal, die technischen Mittel, um das Video dann wirklich so fein aussehen zu lassen, wie das quasi ist, wenn das von DJI gezeigt wird. Und das habe ich auf einem anderen Kanal gesehen. Das ist jetzt eine schöne Meinung, aber ich habe sie mir quasi selber nur eingefangen. Das Bild ist ausschlaggebend, also das Motiv. Und wenn das Motiv geil ist, dann kann ich das mit einer Mini machen, dann kann ich das mit einer R2 machen, dann kann ich das mit einer R2S sogar noch machen, würde ich mal sagen. Ne? Also das kriege ich wahrscheinlich auch mit einer Anafi hin, wenn ich ein geiles Motiv habe. Wenn ich halt ein langweiliges Motiv habe, dann ist es scheißegal, mit welcher Drohne ich da drüber fliege. Wenn ich da mit einer Mavic 3 drüber fliege, bleibt das Motiv scheiße. So, das heißt, ja, warum sollte man sich jetzt als YouTube-User so eine Drohne kaufen? Verstehe ich nicht. Das Ding hat den Zusatz Pro. Und ich sag mal, in dieser Kombination mit dem Smart Controller und der internen Festplatte ist das Ding auch wirklich Pro. Also wenn ich im ProRes aufnehme und alles hinterher noch bearbeiten kann, und dann ist das Pro. Und nicht, ich mache einen Ausflug und packe meine Drohne ein. Ich möchte jetzt nicht bestreiten, dass es durchaus auch YouTuber gibt, kleinere YouTuber, ich würde jetzt mal kleinere so zählen, bis, keine Ahnung, 10.000 irgendwie sowas, die sagen, yo, ich kaufe mir die und ich hole da technisch das Letzte raus, weil ich da Bock drauf habe. Das werden die wenigsten machen. Also ich kenne einige, die ihre Drohne auspacken, auf Automatik stellen und fliegen und das dann so veröffentlichen. Das heißt, da ist in vielen Fällen noch nicht mal ein ND-Filter drauf, wo man sagen würde, ja, okay, macht vielleicht Sinn. Aber das sind Hobby-User und nicht Pros. Und deshalb ist so eine Drohne, abgesehen davon, dass ich aus dem Ding eh raus bin, also mir reicht die Mini und ich werde mir auch keine andere mehr nachkaufen, da bin ich raus bei so Dingern. Aber es gibt unterschiedliche Meinungen und
Ihr könnt ja gerne mitdiskutieren in den Kommentaren. Jetzt kriege ich wahrscheinlich so, ich brauche die unbedingt. Nein, man braucht sie nicht. Das Einzige, was mich an der Mini 2 wirklich stört, ist, dass ich kein flaches Bildprofil habe. Das sage ich immer wieder, wenn ich dazu gefragt werde. Ich möchte ein flaches Bildprofil haben bei dem Ding. Habe ich leider nicht. Aber es geht auch so. Selbst wenn ich damit eine Aufnahme mache, wenn das Motiv stimmt, ist die Aufnahme geil. Mal drüber nachdenken. Gut, das soll es gewesen sein. Also, wie gesagt, ich bin raus aus dem Hype. Ich brauche nichts Neues. Ich brauche auch keine A7 IV im Moment. Für die 3 Videos, die ich mache im Monat, brauche ich mit Sicherheit keine neue Kamera und keine Vollformatkamera mit, was weiß ich. Mein Akku blinkt. Ich muss hier Schluss machen. Aber es war auch 12 Minuten lang jetzt Gesülze von mir. Vom Feinsten. Wir sehen uns in einem anderen Video, das dann wahrscheinlich wieder positivere Töne anklingen lässt. Gehabt euch wohl. Wir sehen uns. Bis denn. Ciao!